Mehr als 80 teilnehmende Fahrzeuge, vom BMW Baujahr 1929 bis Porsche 911 Carrera von 1985, haben am Sonntag, den 3. Mai, an der 3. Südoldenburger ADAC Oldtimer Rallye teilgenommen. Start und Ziel für die Ausfahrt, die über 120 Kilometer führte und dabei unter anderem Lohne, Gerde und Quakenbrück streifte, war der Vechta Europaplatz. Die auf Hochglanz polierten automobilen Schönheiten lockten zahlreiche Zuschauer an. Nach der Rückkehr folgte ein Unterhaltungsprogramm in Vechtas guter Stube. Dabei konnten sich Autofans die Oldtimer noch einmal aus der Nähe ansehen und so manches Detail nachfragen.